Wir schauen jetzt auf die Ergebnisse der Sonntagsspiele in der Fußball-Oberliga. 4 Spiele gab es und so sind sie ausgegangen. Schauen wir gemeinsam drauf. Bautzen gewinnt beim Tabellenschlusslicht Schott Jena mit 5:0. Karlsruhe Jena, zweite Mannschaft, gewinnt in Pößneck mit 5:1. Erzgebirge Aue 2 gegen Sachsen-Leipzig 0:0. Und Halle und Zwickau trennen sich ebenfalls 0:0. RB Leipzig, kann ich Ihnen jetzt sagen, hat aktuell also 17 Punkte nach wie vor Vorsprung auf Bautzen. Und dann folgt die zweite Mannschaft von Carl Zeiss Jena.